Methoden, die heute in der modernen empirischen Personalforschung angewendet werden, sind vielfältig. Während früher vor allem Befragungen vorherrschten, gibt es heute Laborexperimente, in der experimentelle Wirtschaftsforschung betrieben wird. Innerhalb von Unternehmen beobachtet man direkt das Verhalten von Arbeitnehmern. Wie lassen sich nun die aus verschiedenen Methoden gewonnenen Aussagen bewerten? Ich möchte das verdeutlichen an einem Beispiel aus dem Jahre 2011. Im Herbst zog der Spiegel einen Vergleich zwischen Börsenhändlern und Psychopathen. Die Autoren dieses Artikels beziehen sich auf eine Studie der Universität St. Gallen, die wir uns im Folgenden näher anschauen wollen. Zunächst, es handelt sich zum damaligen Zeitpunkt gar nicht um eine Studie der Universität St. Gallen, sondern eine Abschlussarbeit von Studierenden der Universität St. Gallen, die aber inzwischen veröffentlicht wurde. Nach dem Spiegel zogen andere Medien innerhalb von Minuten oder Stunden nach. Lediglich die Schlagzeile veränderte sich leicht. Aktienhändler sind rücksichtsloser als Psychopathen oder manipulativer. Auf welcher Basis wurden nun diese Ergebnisse gewonnen, beziehungsweise worauf fußen diese Aussagen? Werfen wir einen näheren Blick in die Studie und in die dort verwendete Methodik. Was dort gemacht wurde, ist eine Untersuchung an 28 Börsenhändlern, die verglichen wurde mit Untersuchungen, die zuvor schon an der Normalbevölkerung oder auch an Psychopathen durchgeführt wurde. Im Mittelpunkt steht ein sogenanntes Gefangenendilemma-Spiel. Dabei spielt ein Proband gegen einen Computer eine Situation, in der er entweder mit dem Computer gemeinsame Sache machen kann oder er kann versuchen, seinen eigenen Nutzen zu erhöhen. Je nachdem, welche Strategie er wählt, bekommt er unterschiedliche Geldbeträge ausgezahlt. Dies ist in der Studie gekennzeichnet durch die Begriffe Cooperation and Defection. Wenn beide Parteien kooperieren, bekommt sowohl der Computer als auch der Proband 5 Euro. In den anderen Fällen unterscheiden sich die Auszahlungen. Es lohnt sich, insbesondere Situationen zu vermeiden, in denen beide Spieler Defection wählen, aber es ist zum individuellen Vorteil, wenn man hin und wieder mal versucht, von der Kooperationsstrategie abzuweichen und damit eine Auszahlung von 8 Euro zu bekommen. Der Computer ist so programmiert, dass er eine sogenannte Tit-for-Two-Tat-Strategie spielt. Das heißt, er bestraft ein zweimal nacheinander auftretendes nicht kooperatives Verhalten. In diesem Experiment wurde dieses Spiel 40 Mal wiederholt. Im Durchschnitt müsste sich zeigen, wenn beide Parteien durchgängig kooperieren, dass man im Schnitt 200 Euro verdient. Werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse. In dieser Tabelle sehen Sie die unterschiedlichen Ergebnisse für die Händler, die Psychopathen und eine Kontrollgruppe aus der Normalbevölkerung. Relevant ist zunächst, wie viel bekommen die einzelnen Spieler nach Vollendung des Spieles im Durchschnitt ausgezahlt. Der sogenannte Mittelwert des Total Player Gains. Sie sehen an den Zahlenwerten, die variieren leicht um den Wert 200. Es lässt sich also keine wesentliche Unterscheidung nach der jeweiligen Untersuchungsgruppe bilden. Unterschiede gibt es aber darin, wie viel der Computer bei diesen Spielen gewinnt. Dadurch, dass Aktienhändler häufig mal ihre Strategie variieren, führt es dazu, dass der Computer letztendlich weniger bekommt in der Situation der Aktienhändler. Im Durchschnitt 53,7 Euro weniger als die Börsenhändler, während es bei Psychopathen nur 23 Euro sind und bei der Normalbevölkerung 1 Euro. Das bedeutet, im Durchschnitt haben bei dieser Versuchsanordnung die Börsenhändler selbst nicht mehr gewonnen als die Kontrollgruppen. Andererseits hatte der Computer im Spiel mit den Börsenhändlern wesentlich weniger bekommen, als dies bei den Kontrollgruppen der Fall war. Vor dem Hintergrund dieses Forschungsdesigns können Sie nun bewerten, ob die folgenden Aussagen sich tatsächlich treffen lassen. Sind Börsenhändler tatsächlich rücksichtsloser als Psychopathen? Oder versuchen Sie, selbst wenn Sie selbst keinen höheren Gewinn machen können, möglichst anderen zu schaden? Wie bewerten Sie diese Methodik?